Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Diesmal kein Business-Video, sondern ein Unboxing-Video vom Beerbrick. Wie ich überhaupt auf den Bären aufmerksam geworden bin, ganz kurz, 2 Sekunden. Hey, what's up, Mike Besso? This is from the other Mike. Hey, I just wanted to send you some good words. Besso, congratulations. LBM Projects, peace. Yeah. 16, I would die. Also, meine Frau hat den Bären gekauft und sie hat mir dann gesagt, was der gekostet hat. Und der Bär hat ungefähr 400-500 Euro oder so gekostet. Und ich meinte zu ihr, ey, hast du irgendwie eine geistige Behinderung oder so? Wie kannst du für ein Spielzeug oder irgendein Sammelbär oder irgendwas 400-500 Euro ausgeben? Und ich habe das nur gesagt, weil sie vorher meinte, ich weiß gar nicht mehr, welche Louis ich mir kaufen soll. Und 1-2 Tage später hat sie dann diesen Bären bestellt. Und deswegen meinte ich so, ey, bist du bekloppt oder was? Schick den zurück, ne? Was ist das denn? Und dann hat die mir auf eBay gezeigt, dass der ungefähr 1000 Euro kostet. Also wäre 500 Euro Profit und die steigen immer weiter im Wert. Ne? Mein zweiter Satz so, da kannst du mehr davon kaufen. Also direkt als ich verstanden habe, was da eigentlich so hintersteckt und wie der Wert auch immer steigt und alles mögliche, habe ich direkt gesagt, ey, bestell nochmal. Jetzt hat die, glaube ich, 10, 12 Stück oder so nochmal nachbestellt. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Unboxing. Also für alle, die sonst immer Business-Videos gewohnt sind, ist jetzt kein Business-Video, aber eigentlich so ein bisschen schon, ne? Weil das vom Wert steigt und das ähnlich wie andere Sachen ist. Ne? Also wenn meine Frau zum Beispiel Louis-Taschen kauft, kauft ihr nicht jedes Modell, oder bei Rolex kaufen wir auch nicht jedes Modell, sondern immer nur Modelle, die vom Wert einfach steigen. So, jetzt wird der Bär erstmal ausgepackt. Oh, da oben. Machen wir hier ordentlich mit Styropor. Und gleich die Kinder das ganze Wohnzimmer hier vollmüllen. So, Freunde, das ist der Bär. Ist eigentlich einfach nur Plastik. Also das ist jetzt, ich habe erwartet für den Preis, also es war irgendwas zwischen 400 und 500 Euro, habe ich erwartet, dass die Quali richtig, richtig hoch sein muss. Ist es aber nicht in dem Fall. Also man kann hier die Arme bewegen. Für alle, die das nicht kennen, ihr könnt das ja mal googeln. Beerbrick einfach eingeben. Ihr könnt es nochmal sehen, Beerbrick. Einfach mal in Google eingeben, schauen. Also es war für meine Frau wirklich schwer, die Dinger zu bestellen. Die musste irgendwie von irgendeinem Händler aus den USA bestellen, der wiederum aus Japan was geholt hat und das dann in die Türkei schicken, weil wir momentan in der Türkei sind. Ich weiß auch noch gar nicht, wohin mit den ganzen Dingern. Also ich glaube, wir haben hier so unglaublich viele Sachen in der Türkei gekauft, dass wir wahrscheinlich eine Wohnung kaufen und da einfach alles deponieren und wenn wir dann halt weiter nach Dubai oder sonst wo hingehen, dass dann erstmal alles hier gebunkert ist, weil ich kann nicht die ganzen Sachen um die ganze Welt mit mir rumschleppen. Ne? Also die Dinger sind ganz cool. Wie gesagt, am Anfang dachte ich, die spinnt doch. Wie kann ich für einen Bären so viel Geld ausgeben? Aber als ich verstanden habe, dass das Sammlerbären sind, dass der Wert steigt und all das ganze Zeug, seitdem habe ich hier gesagt, ey, bestell so viel du kannst von den Dingern, wir deponieren die und irgendwann. Also ich werde euch mal jetzt ganz kurz einige Sachen einblenden, wo ihr sehen könnt, dass die auf eBay zum Beispiel für 1000 Euro, 1500, 2000, 3000, 4000 Euro verkauft werden, je nach Wert, je nach Bär. Also das ist am Anfang nicht immer zu 100% klar, was für einen Wert dieser Bär haben wird. Später ist es aber so, dass du auf gar keinen Fall Verlust machen wirst. Also wenn du einen Bär für 400, 500 Euro kaufst, kannst du den für, wenn es richtig schlecht läuft, vielleicht für 800 verkaufen. Also ein schlechtes Geschäft ist es nie. Und das ist eher so, also wir sehen das nicht als Business, ne? Also auch vom Business. Ich musste eben die Kamera switchen, weil der Akku von der Kamera aus ist. Deswegen filme ich jetzt eben mit dem Handy weiter. Da ist die Auflösung nicht so, aber ist ja nicht schlimm. Also wie gesagt, das hier ist kein
Wir sehen das nicht als Business. Also man soll diese Sachen wie Bargeld hast, also damit du einfach so ein bisschen einen Ausgleich hast dazu. Sind diese Sachen ganz gut. Genauso ist das mit Rolex, genauso ist das mit, also mit, nicht mit allen, also mit den ganzen Rolex-Modellen, mit verschiedenen Louis-Taschen, mit verschiedenen Comics, mit Pets. Wir haben zum Beispiel mega, mega viele Pets. Ups. Also der ist nicht kaputt, man kann den verschieben. Also Leute, schaut mal nach, wenn ihr einfach Kohle beiseite liegen habt und ihr sagt, hey, ich würde das gerne in irgendwas investieren, damit ihr nicht einfach nur Bargeld habt, ne? Sind diese Sachen einfach mega, mega gut. Wenn die anderen ankommen, werde ich dazu auch nochmal ein Unboxing machen. Deswegen folgt mir auf jeden Fall auf den Kanal und sonst folgen natürlich wie gewohnt auch immer verschiedene Business-Videos, was wir hier so machen, tun und alles. Das könnt ihr aber euch alles in anderen Videos ansehen. Also bis dann, dein Mike, alles Gute.